Hallo Leute und willkommen zurück zu Assassin's Creed. Was willst du schon wieder von mir? Ich bin gerade schon umgebracht. Wir sind auf der Suche nach La Volpe, glaube ich. Und habe gerade noch Sachen gemacht. Sind rumgelaufen, Leute getötet. So einen Typen hier getötet. Ich glaube, den soll ich aber eigentlich nur fangen. Oh, ich kann ihn wirklich beklauen. Ja, ich möchte nicht... Gott, ja, es reicht. So. Wir haben jetzt noch 1200 Florinen in der Truhe. Ja, das ist gut so. Wenn ich jetzt noch runterfallen könnte. Das erste Mal, als ich runtergefallen habe, ich keinen Schaden genommen. Ich habe auch schon jetzt hier eine Medizin geschluckt und jetzt noch eine und ja. La Volpe, Fuchsjagd. La Volpe, den Fuchs in der Nähe von Merchatovich, bla bla bla. Ah, hier ist wieder so ein Ding. Das Ding haben. Wo kann denn das Leuchten sein? Ziel lokalisiert, ja, aber ich möchte eigentlich eher das Bildchen haben. Oh, ich sehe es. Kappa. Na fein, noch ein Irrer. Wenn das kein lustiger Affe ist. Suche weiter und du wirst finden. Datei freigegeben. Er ist gepflückt von einem Baum, der von einer Schlange bewacht wurde. Bewirken seine Kräfte Wunder. Dann abgenutzt, von der Zeit auseinandergerissen und unter einem roten... mehr versteckt. Okay, rot. Zoom. Das ist rot. Das ist rot. Das ist rot. Das ist rot. Das war vielleicht. SPQR. Sie nahmen es. Edensplitter 34 Tuch Passcode. Na, das machen wir irgendwann anders nochmal, dann sind wir damit auch fertig jetzt. Ich habe echt gesagt, ehrlich, ich habe nicht gedacht, dass wir es so schnell lösen können. What the fuck? Aber ich mir echt erste Feder haben. Feder sind wichtig, weil dann haben wir schon 12%. 12. 13% schon. Wow. Ich hab halt alle Federn. Bist du betrunken? Noch nicht. Ich bin nur eine einfache Magd. Was? Meine Börse, mein Geld. Euer Geld? Ich habe euer Geld nicht. Komm zurück. Hol mich. Hab ich. Ich habe kein Interesse, dich zu verletzen. Also gib mir mein Geld und wir sind quitt. Nicht so schnell. Was wollt ihr denn? Wer seid ihr? Man gab mir schon viele Namen. Ja, Maura, schön. Tagliagole, Dieb. Aber ihr dürft mich La Volpe nennen. Zu euren Diensten, Messer Ezio. Woher kennt ihr meinen Namen? Es ist mein Geschäft, alles in dieser Stadt zu wissen. Seid ihr nicht deshalb hier? Ja. Doch. Ich muss jemanden finden. Und wissen, wo er ist, bevor er es selber weiß. Wer? Francesco de Pazzi. In den Straßen erzählt man sich was von einer Karawane aus Rom. Einem Geheimtreffen heute bei Sonnenuntergang. Dort könnt ihr etwas über Francescos Aufenthaltsort erfahren. Wisst ihr, wo es stattfinden wird? Ma certo. Lasst mich wissen, wenn ihr soweit seid. Dann ziehen wir los. Oh, ja. Yeah. Und hier ist euer Geld. 1500, nice. Ich möchte erst den Aussichtspunkt der Kunden und nicht das machen. So. Ich glaube, da müssen wir gleich so ein Rennen machen. Also wir laufen mit dem dann dahin und ja.
Ich bin nicht sicher. Da ist er! Laju! Verdammt! Ich sehe ihn nicht mehr! Ich war direkt neben dir! Wie kannst du mich nicht mehr sehen? What the fuck? Wieso bin ich da runtergefallen? What the fuck? Jetzt ist auch nicht mehr, dass das mal war. Was tut ihr denn hier? Da ist er! Packt ihn! Mist, der ist schnell! Herr Ju, fass ihn! Dort! Das war ein cooler Konter, Angriff. Ja, egal, kein Bock auf die Pisser jetzt. Vielleicht nur den Turm hier holen. Das war ausnahmsweise mal gar nicht so schwer da hochzuklettern. Also, das ging relativ schnell, muss ich zugeben. So. Karte aktualisiert. Da vorne ist eine Feder, die wir uns holen wollen. Oder die ich mir holen will. Ich weiß ja nicht, ob ihr wollt, dass ich die Feder hole. Ich möchte das. Kappa. Für 10 Stück. What the fuck? Gott, sind das viele Aussichtspunkte. So geht's auch. Mit ein paar Sprünge und Festhalten kann man so einige Meter rausholen beim Klettern. Ich glaube, wir haben ja noch gar nicht die Schatzkarte für diesen Bereich. Hm. Vielleicht, wenn ich einen Kunsthändler finde, kann ich mal vorbeigucken. Ist da oben was? Das möchte ich jetzt ehrlich gesagt wissen. Und ob ich da oben auch synchronisieren kann, will ich wissen. Nein, kann ich nicht. What the fuck? So. Synchronisiert. Das ist doch schön. Codex-Seite, Immer 20 Stück davon. Okay, holen wir uns erst die Codex-Seite und dann Richtung La Volpe. Wird sie noch genug Zeit dafür haben. Weiß nicht, eigentlich dürfte ich das noch haben. Aus den Sümpfen Indiens. Wer möchte denn davon einen Blutegel haben? Obwohl Indien war in diesem Zeitalter auch eigentlich nicht so ein Drecksland, oder? Na Gott, ich dachte, ich springe auf irgendwas rauf. Ich bin bei dir, Bruder! Wir brechen von mir. So geht das auch. Sicherlich weh. So. So viel Aufmerksamkeit kriegt nach einem Kampf. What the fuck? Plündern. So. Codex-Seite halten eine. Was ist hier passiert? Wo sind die Wachen? Tot auf dem Boden vielleicht? Zeit. Ich muss nur meine Medizin vergessen haben. Ich hätte da so einen coolen Dings machen können, ging das noch nicht in den alten Teil. Oh, ein Steckbrief dir mal.
nützlich platziert ist für die Bürger. So. Da oben können wir woanders mal hin. Da müssen wir sowieso wahrscheinlich nochmal hin, aber der ist hier vom Weg. Moment, wait, mate. Jetzt heilen. Und wo taken wir da? Kaufen wir die Beine voll. So. Jetzt solltet ihr euch besser fühlen. Macht's gut. Dankeschön. Und jetzt klettern wir noch auf den Aussichtspunkt. Schätze, wir sollten ihn festnehmen. Da ist er. Pazzo. Glaubst du, du bist schnell? Ich glaube nicht bescheuert, ich weiß es und ich kann ihn auch töten. Mit einem Stich. Kappa. Vielleicht noch ein bisschen Keeper, aber das weiß ich noch nicht. Ich mag die Aussichtspunkte, da muss ich nicht 1000 Stunden lang irgendwie gucken, wie ich hochklettern kann, einfach hochklettern, das ist super. Kurz mal im Ohr gekratzt. Das ist geil. So. Also Steppke, weil ich das Geld habe von dem Pisser da vorne. Komm her, ich muss meine Burg ausbauen. Bleib stehen. Okay. Da ist noch ein Kunsthändler. Müsste hier irgendwo sein, oder? Hier die Mauer, ja. Und ich glaube, das ist auf der anderen Seite. Hm. Ich bin ein böser Mann. Kappa. Ich geh doch schon. What the fuck? Chill mal deine Base, bitte. Ach, genau. Der Kunsthändler muss genau da sein, wo ich nicht bin. Ich möchte keinen Kampf, ich möchte dich nur töten. Geschatzkarte in Santa Maria Novella. Die sind richtig günstig eigentlich. Taufe Christi. Kauf erstmal die günstigen Bilder. Weil die teuren Bilder. Ja. Porträt eines Musikers. 20 Florin, ich hatte gerade noch über. Und dann noch das für 400, weil das restliche Geld können wir noch für, das Bordell haben wir schon. Eigentlich müssen wir die Stadt nicht mehr ausbauen. Das Bordell reicht mir. Nee, aber, den Rest geben wir lieber für die Stadt dann erstmal, außer für Rüstung. Bei anderen Spielen ist das eigentlich immer so, wenn man dann irgendwie so ein Aufbau-Feature hat, dann kaufe ich mir erst die komplette scheiß Stadt da voll und habe dann die übertrieben schlechte Ausrüstung. Und dann verdiene ich da richtig viel Geld und habe dann viel zu viel Geld, weil die Ausrüstung gar nicht mehr so teuer ist, die ich dann kaufen musste und ja. Dann habe ich immer extrem viel Geld über und weiß nicht, was ich da machen soll. Aber naja, hier ist es jetzt zum Glück nicht so. Obwohl, ich weiß gar nicht. Habe ich schon mir den ganzen Part verschwendet? Ja, noch 6 Minuten. Das sollte ja noch reichen für vielleicht ein paar Schätze, vielleicht eine Feder oder 2 oder 0, weiß ja nicht. Und ansonsten noch Aussichtspunkte und La Volpe. Obwohl, ich glaube, La Volpe schaffen wir schon nicht mehr. Das wird gleich ein bisschen eng. Was ist denn das? Warum leuchtet das rot? Er wird noch jemanden verletzen, wenn er so weitermacht. Geht! Ich will euch nicht töten! Kannst du mich nicht töten, what the fuck? Okay, von denen krieg ich auch Geld, oder was? Hm. Eigenes Geld und das, das, Räubers beschafft, was? Verstehe ich nicht. Hat er mich gerade beklaut und ich habe ihn dann wieder zurückbeklaut oder was? Hm. Suspekt, suspekt. So. 5 Minuten, ey, doch, ich glaube 5 Minuten schaffe ich eine Mission locker.
Super, ich darf nicht mehr auf den Boden fallen. Da vorne ist der Schatz, denke ich mal. Ja. Ist doch schon Funkeln gesehen ein bisschen. 200. Chipotle? Nice. Ich weiß ja gar nicht, was Chipotle ist. Ich hab irgendwas zu essen oder so ein Laden oder so. Ich habe noch nie einen Chipotle-Laden gesehen. La Volpe. Folgt mir. Aber wir müssen uns ganz schön beeilen. Ob ihr mithalten könnt? Gar kein Problem. La Volpe treffen, ja. Habe ich doch gesagt, es ist ein Rennen. Also ich weiß nicht, ob es ein Rennen ist, aber... Was tut ihr denn da hinten? Ihr sollt doch mithalten. So viele Rennen. Diebe, ne? Warum soll ich mir Diebe anhören? What the fuck? Denk, da spiel ich mal nach. Lass es mich da fragen. Ja. Hier rüber und dann... Ja, das schaffen wir doch, ne? Außer ich mache einen dummen Fehler, fall irgendwo runter und sterbe. Da sind wir. Hier in dieser Kirche trifft sich Francesco de Pazzi mit seinen Leuten. Wie komme ich da rein? Es gibt Katakomben unter der ganzen Stadt. Diese führen euch an einen Ort, wo ihr das Treffen heimlich belauschen könnt. Belauschen? Da, nehmt den Steingriff. Dreht ihn, dann schiebt ihn nach unten. Danke für all eure Hilfe, Volpe. Viel Glück. So, aber das werden wir dann wahrscheinlich im nächsten Part machen. Und ich mache jetzt erstmal noch ein bisschen Kleingeld sammeln. Aber ich kann die Aussichtspunkte noch machen. Passt sich gerade gut. 2 Minuten. Sollte gehen. So, sollte ganz gut geklappt mit dem Festhalten. Das muss ich nicht mehr festhalten, hat er auch zum Arsch gemacht. Und hier dürfen wir jetzt einfach ganz schön hoch. Zack, 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 zack. Synchronisieren. Eine Codex-Seite noch. Gehen wir noch zuerst und dann gucken, ob wir noch Zeit für den Aussichtspunkt haben. Ansonsten machen wir das dann im nächsten Part. Ja. What the fuck? Das sah gut aus. Nicht in der Nase bohren, Freunde. Das war jetzt ganz schön viel Auffälligkeit schon wieder. So. Jetzt möchte ich so rausgehen. 40 Sekunden, schon wieder Aussichtspunkt. 30 Sekunden, Ich weiß nicht. Ich mache noch den Aussichtspunkt, dann mache ich aus. Auch wenn ich es nicht schaffe. Ich habe bei den letzten Parts eine halbe Sekunde, eine halbe Minute kürzer machen. Das heißt, den kann ich vielleicht eine halbe Minute länger sogar machen. Und sein muss, ja. Muss, glaube ich, sein. Oh. Acht Sekunden? Das schaffe ich nicht mehr ganz, oder? Nope. Nicht, wenn das da oben ist. Das ist der Timer.
Pulsatimer. Ist da auch ein Fehler drauf? Nein. Gut. Dann synchronisieren wir ihn auch schnell. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.